Herzlich willkommen bei dem Projekt Golf 7R. Das Fahrzeug wurde einer Leistungs- oder Softwareoptimierung der Firma MTL in Mannheim unterzogen und hat jetzt geschlagene 400 PS und 540 Newtonmeter. Jetzt gibt es natürlich folgendes Problem: die Kupplung rutscht. Deswegen kriegt das Fahrzeug heute eine Rennsportkupplung von dem Herrn Don Octan. Das heißt, wir verbauen ein Einmassenschwungrad statt ein Zweimassenschwungrad. Es wird eine Cindermetallkupplung verbaut werden und eine stärkere Druckplatte. Und was der Herr Don Octan sonst so alles macht, das seht ihr jetzt. Er ist Don Octan. Kupplung ist ausgebaut. Wir sehen einmal hier das komplette alte Kupplungspaket. Neue Kupplungspaket. Dann haben wir das alte Zweimassenschwungrad. Da sieht man schon leicht thermische Verfärbung durch Hitze, weil die Kupplung gerutscht ist. Dadurch erhitzt sich das stark und dann verfärbt sich das Metall. Das sieht man genauso auf der gegenüberliegenden Seite an der Druckplatte als auch an der Kupplungsscheibe, die schon leicht verglast ist durch die Hitze. Und wenn diese Kupplungsscheibe verglast, dann rutscht die immer mehr. Das ist das Einmassenschwungrad. Das hat zum Vorteil, dass es nicht mehr kaputt gehen kann, wie das Zweimassenschwungrad, was hier schon total ausgeschlagen ist. Das kann hier nicht passieren. Es hat nur eine Masse und hat den Vorteil, dass es zudem noch 7 Kilo leichter ist. Sozusagen ist das Ansprechverhalten dadurch viel besser. Dann haben wir hier die neue Druckplatte. Bei der Druckplatte ist die Feder einmal stärker. Das verhindert zum Beispiel das Durchrutschen. Also die hält jetzt aus bis zu 600 Newtonmeter, was die alte einfach nicht geschafft hat, wie wir gesehen haben. Und das ist die neue Kupplungsscheibe. Sieht auch anders aus wie die alte Kupplungsscheibe. Die alte Kupplungsscheibe ist aus einem organischen Belag und die neue Kupplungsscheibe ist aus einem Cindermetall, was einen höheren Reibwert hat. Das heißt, die rutscht nicht so schnell wie der alte organischen Belag. Ja, jetzt bauen wir den ganzen neuen Scheiß wieder ab. Kupplungseinbau. Darauf müsst ihr achten, wenn ihr die Schrauben wieder verwendet, die alten Schrauben oder neue Schrauben, wie auch immer, müsst ihr die Schrauben mit Loctite einsetzen und müsst das Zeug richtig rundherum schön verschmieren. Das dient nicht nur zur Festigkeit der Schraube, sondern soll auch die Dichtigkeit des Motors gewährleisten, dass das Motoröl nicht zu den Schrauben halt rauskommt von der Kurbelwelle. So, wenn ihr das eingeschraubt habt, immer auf die Newtonmeter achten, wie fest das Schwungrad angezogen wird. Als nächstes wird dann die Kupplungsscheibe eingesetzt. Da müsst ihr auch immer drauf achten, da steht immer getriebeseitig drauf. Also das gibt eine bestimmte Seite, wie das eingebaut wird. Und getriebeseitig muss natürlich immer Richtung Getriebe gucken, also von der Schwungscheibe weg. So, als nächstes kommen dann die Druckplatte drauf. So, jetzt habt ihr dann folgendes Problem: wenn ihr die Druckplatte jetzt einfach auf die Schwungmasse aufschrauben würdet, habt ihr hier diese Kupplungsscheibe nicht zentriert. Das heißt, ihr habt nachher Probleme, wenn ihr das Getriebe einführen wollt und die Hauptwelle von dem Getriebe in die Kupplungsscheibe eingreifen soll, habt ihr vielleicht Probleme, dass das nicht genau passt, weil diese Kupplungsscheibe nicht genau mittig ist.
Dafür gibt es jetzt Spezialwerkzeug, dann steckt man so ein Einführtoren, steckt man da rein, aber das könnt ihr euch auch ganz einfach selber bauen aus verschiedenen Materialien. Wir haben jetzt eine 13er Langnuss genommen und haben das mit Klebeband ein bisschen umwickelt, dass wir genau die Dicke hatten von der Schwungscheibe, die wir schon ins Auto eingebaut haben. Jetzt gehen wir mal hoch ans Auto. Das passt dann genau mittig der Schwungscheibe und zentriert wird die Kupplungsscheibe durch den hinteren Teil der Nuss. Dass das genau mittig zentriert ist. Und dann könnt ihr die Schwungscheibe nach den richtigen Newtonmetern festziehen. Was geht übrigens los? Was geht los? Ja, wie gesagt, ne? Du filmst, ne? Ja. Trotzdem. Wie ihr schon im Video gesehen habt, ist die Kupplung schon eingebaut und wir sind auch schon ein paar Meter mit dem Fahrzeug gefahren. Nur jetzt haben wir die Scheiße am Backen, die Kupplung rutscht noch mehr wie vorher. Und warum? Wollt ihr jetzt wissen, ne? Das hat folgenden Grund, dass die neue Kupplung, das neue Kupplungspaket dicker ist als das alte Kupplungspaket. Das heißt, der Weg von der Anlagefläche an der Kurbelwelle bis zur Oberkante dieser Feder ist bei der neuen Kupplung länger als der Weg bei der alten Kupplung. Das können wir euch auch mal zeigen. Die neue Kupplung hat eine Stärke von 81,63 mm und die alte Kupplung hat eine Stärke von 73,18 mm. Es gibt natürlich folgendes Problem: Wenn wir die Kupplung jetzt einbauen, planschen das Getriebe drauf, wird das Ausrücklager bis hinten ans Getriebe schon dran gedrückt und das Ausrücklager, was ausrückt, wenn wir die Kupplung betätigen, drückt, bevor wir die Kupplung betätigen, schon leicht auf diese Federn drauf. Das heißt, die Kupplung wird schon leicht getrennt. Deswegen haben wir jetzt noch ein größeres Durchrutschen wie vorher. So, und wie beheben wir das Problem jetzt? Wir müssen die Schwungmasse jetzt neu bauen lassen, dass die so rund 8 mm weiter drin steht, sprich die komplette Kupplungspaket 8 mm dünner wird, wie es jetzt ist. Deswegen werden wir das jetzt wieder zu dem Herrn Don Octane tun und werden ein neues Schwungrad bauen lassen. Golf 7R? Herzlich willkommen beim Golf 7R in Rolli Roll. Ja, schönen guten Tag.